So, nachdem mir das Spiel abgeschmiert war und ich erst vor Faridas vor der ersten Prüfung gespeichert hatte, durfte ich jetzt gerade alles im Schnelldurchgang nochmal machen. Das ging aber zum Glück recht schnell. Ich sehe gerade, es waren gerade mal 8 Minuten. Da sieht man mal, was Dialoge so alles bewirken können. Aber wir wollten uns den Rathauskeller angucken. Und schon ist die Tür zum Rathauskeller offen. Was soll ich mit einer schmutzigen Tischdecke? Mein Inventar ist eh schon viel zu voll. Doch gar nicht wahr. Damit werde ich die Geheimnisse der Vergangenheit schon ausgraben. Ich wette, der Spaten wird sich noch als unverzichtbarer Gegenstand erweisen. Was zum... Killerspiele? Vielleicht sind das lauter beschlagnahmte sogenannte Killerspiele. Oder die Spiele wurden hier einfach eingelagert, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollten. Schließlich gibt's hier nicht mal Computer. Ich kann's leider nicht richtig lesen, aber wenn jemand diese Spiele kennt, dann darf er mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ein Glas eingekochte Baumkarotten von Daphne. Angeblich wurde es beschlagnahmt, weil die Marmelade mutagene Eigenschaften haben könnte. Vielleicht sind das laut... Okay. Eine ganz gewöhnliche Trittleiter, beschlagnahmt als Tatwaffe in einem Mordfall. Außerdem soll sie zugleich Tatort und Zeuge gewesen sein. Ich glaube, das Ding fasse ich besser nicht an. Ja. Beschlagnahmte Bücher, lauter Wälzer mit schmutzigen Geschichten. Da mag wohl jemand die Unterhaltung nicht sonderlich. Was haben wir hier? Magische Mausefalle, okay. Das ist eine Mausefalle. Die hat vermutlich Jorok aufgestellt. Vertiefung im Boden. Aha. Die Mulde im Boden ist noch nicht ganz perfekt als Stolperfalle. Da fehlt noch was. Okay. Fehlt Mr. Dorian Gray. Ja, ein wenig literarische Geschichte an dieser Stelle. Das ist der kleine Bruder von Excalibur. Er wurde beschlagnahmt, als er widerrechtlich aus einem Stein gezogen wurde und jemand seinen Vorgarten dadurch zum Königreich deklarieren konnte. Da ist eine Beschreibung des Dolches drauf. Angeblich hat er traumatische Angst vor Schwertern, weil sein großer Bruder immer böse zu ihm war. Da müsste man mal einen Psychologen mit Schwerpunkt auf Stichwaffenkampf konsultieren. Da ist ein... Okay, hätte es sein können, dass noch was kommt. Was haben wir hier? Ming-Vase. Sieht teuer und zerbrechlich aus. Es muss eine Ming-Vase sein. Ist es auch. Man hört's am Klang, wenn man sie umschmeißt. Wetten? Sieht teuer und zerbrechlich aus. Ist. Die Kanne wurde vermutlich beschlagnahmt, weil sie zu kitschig ist. Das finde ich allerdings zu gnädig. Man sollte sie besser in die nächste Schlucht werfen. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Sehr wackelig. Hier bleibe ich besser nicht zu lange stehen. Ein schreckliches Konstrukt, das vermutlich wegen möglicher Feuergefahr beschlagnahmt wurde. Ein schreckliches Konstrukt, das ist ein Drache auf Rädern. Das Bildnis des Dorian Gray. Wow, weltberühmt. Und hier unten hängt es. Hat er sich gerade bewegt? Hat er sich... Warum frag ich eigentlich? Diese Konstruktion kann ich mir nicht lange anschauen, ohne ein sehr, sehr mulmiges Gefühl zu bekommen. Meine Wenigkeit hat mehrere Jahre Statikunterricht gehabt. Und das hier hätte wahrscheinlich meine Professorin zum Weinen bekommen. Ich stehe zwar nicht so auf Retro-Musik, aber ich wette, solche Plattenspieler sind hier topmodern. Oh, hallo Farida. Die Büste hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Farida. Stimmt, die Brille fehlt. Auf dem Zettel steht, beschlagnahmt wegen illegalen Handels mit Alkoholika in kleinen Fläschchen an der Südwand des Goldenen Ochsen. Mhm. Auf der Kaffeedose ist ein Aufkleber drauf. Finger weg, Eigentum der Grafiker. Was soll denn das heißen? Sowas mag ich. Irgendwelcher Amtsschimmel, den ich mir bestimmt nicht antun werde. So, Rakete. Ja, da haben wir wieder was mache ich hier eigentlich? Och, keine Ahnung. Frage ich mich öfter.
Dann werden wir sicher noch ein paar Sachen finden hier. Da hängt ein Schildchen. Schrank hat Besitzer gefressen. Aufhebung, Beschlagnahme, sobald Besitzer wieder frei. Hey, die Möbelstücke in dieser Welt sind gemeingefährlich. Aber dafür fehlen beim Zusammenbau vermutlich nicht dauernd Schrauben. Tja, die haben halt keine Schraube locker. Aber Moment, was rede ich da? Okay, wir waren auf dem Rattersplatz. Wir haben noch keine Genehmigung für die Dokumente und vielleicht kriegen wir die aber ausgestellt. Sorry. Ich sollte nicht mehr aufnehmen, bevor ich nicht einen Kaffee in Duss habe. Oh Mann. Ja, übrigens, ihr könnt mir sehr gern Kommentare unter die Videos schreiben. Freut mich immer, wenn ich da ein bisschen was zu lesen kriege. Wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, wenn euch was aufgefallen ist, tut euch keinen Zwang an, schreibt's mir unten rein. Ohne Kontext klingt das irgendwie seltsam. Ja, freut mich jedenfalls. Macht Spaß. Hallo Melvin, womit kann ich dir helfen? Was weißt du über die Vergangenheit von Talon? Ach, viel zu wenig. Da fragst du am besten mal Adamus. Der kennt die Stadtgeschichte vor und zurück. Der weiß auf den Tag genau, wann jeder Ziegelstein in der Stadt Geburtstag hat. Er kann dir alle Details sagen. Vermutlich mehr, als du ertragen kannst. Ich habe deine Enkelin getroffen. Ja, ja, richtig. Das arme Ding. Sie soll hier ihre Ferien verbringen. Dabei habe ich kaum Zeit für sie. Tagsüber arbeite ich im Rathaus. Und dann ist da noch der Fluch, sodass ich mich nachts auch nicht gerade rührend um Laura kümmern kann. Ach, da fällt mir was ein. Ich hatte doch ein Geschenk für sie. Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, wo sie doch so romantisch ist. Eine Mondlampe. Das Dumme ist nur, die Lampe ist noch gar nicht aufgeladen, weil ich nachts, nicht dazu komme. Und so kann ich sie wirklich nicht verschenken. Wenn du dich drum kümmern könntest, sag Bescheid. Aber gerne doch. Ich könnte diese Mondlampe für dich aufladen. Du musst mir nur sagen, was ich damit machen muss. Großartig. Du musst die Lampe nur ins Mondlicht halten. Dann lädt sie sich damit auf. In der Stadt funktioniert das nicht besonders gut. Hier ist es überall zu hell. Vielleicht solltest du damit aus der Stadt gehen. Der Friedhof ist sicher ein guter Ort, um die Lampe aufzuladen. Der Friedhof. Ich komme dann später wieder. Der Friedhof. Naja. Was gibt's, junger Mann? Kannst du mir Faridas Laden empfehlen? Oder gibt es bessere Anbieter in der Stadt? Oh, Faridas Sortiment ist weithin gerühmt im ganzen Land. Ich kann den Laden nur mit leeren Geldbeutel betreten, sonst kaufe ich sämtlichen magischen Tand in ihren Auslagen. Farida grinst immer süffisant, wenn ich nur an ihrem Laden vorübergehe. Wie funktioniert das magische Postsystem? Na, wie funktionieren Postwurfsendungen wohl? Die Maschine schießt die magischen Kapseln zu einem beliebigen Punkt, um sie dem Empfänger direkt zuzustellen. Direkt. So einfach ist das. Ja, aber wie funktioniert das genau? Ha, wie das System funktioniert, kann doch niemand wissen. Schließlich ist es magisch. Was frag ich auch? Richtig, was fragst du auch? Sind alle Menschen dieser Welt magiebegabt? Aber nein. Zauberer gibt es heutzutage nicht mehr viele. Selbst im Rat sind alle Zauberer Dilettanten und Kleinkrämer. Von mir einmal abgesehen. Aha. Ich muss weiter. Keine Protestrufe aus der Seite? Hallo Melvin, was gibt es? Ich bin wieder weg. Bis dann. Oh, ich hab's. Ich hab's. Wir brauchen ja eine Schlagzeile, um Jorok loszuwerden. Und unter dem Keller haben wir eine Säule, die, sagen wir mal, bestenfalls baufällig ist. Wie wäre es, wenn wir die Säule zum Einsturz bringen und damit einen Teil des Fußbodens rausreißen? Das wäre doch mal eine Schlagzeile, die Jorok sowas von schnell auf die Barrikaden bringen würde. Friedhof. Gucken wir uns erstmal bei Tag um. Ich weiß nicht, in Fantasy-Spielen habe ich immer so meine Bedenken, wenn ich nachts auf einem Friedhof rumrennen soll. Und dafür, dass das Fanny fliegen kann, ist sie nicht sonderlich schnell. Löwenzahn. Das verblühtes
Nachtdämmerkraut. Das Nachtdämmerkraut ist verwelkt. Kein Wunder, es ist hellichter Tag. Sagt ja schon der Name, dass das Nachtdämmerkraut damit nicht gut klarkommt. Hier wurde Grumpi der Zwerg zur Ruhe gebettet. Er starb an gebrochenem Herzen, nachdem ihm der Bart abgeschnitten ward. Wow, da hat jemand einen Zwerg kastriert. Wie grausam. Versuch dich niemals am Bart eines Zwergen. Asche zu Asche war der Wahlspruch des Feuermagiers Ignifaxius, dessen eigene hier begraben liegt. Autsch. Auf dem Grabstein ist eine Laute eingemeißelt und ein Spruch. Dem König zum Spott reimte Brenner ein Lied, nach dessen Vortrag man sie briet. Au. Da hängt ein Schild dran. Zutritt auf eigene Gefahr. Freilaufende Wiedergänger. Wiedergänger? Was denn? Ein paar Untote gehören auf jeden gut sortierten Friedhof. Vor allen Dingen gut sortiert. Ist da das Rosane hinten? Hier ruht der namenlose Drachentöter, der im Kampf gegen eine gewaltige Bestie fiel. Pah, der Drache war nur aus meiner Perspektive riesig und von Beruf Händler. Außerdem war es kein Kampf, sondern Verhandlungen über das gesetzlich verankerte Wandlungsrecht bei Warenmängeln. Mit anderen Worten, ein Massaker. Ja, so kann man das auch nicht. Ui, aber das ist ja hübsch. So viele Das Blumen. Ist wirklich ein schönes Grab. Diese herrlichen, leuchtenden Blumen scheinen magisch zu sein. Aber steht kein Stein darauf und damit auch kein Name. Wem wohl dieses Grab gehört? Oh, Johanniskraut. Nimm mal mit. Okay, ich rupfe das Johanniskraut jetzt aus und nehme es mit. Wächst mit durchs Grab. Der Baum hat sich nicht gerade die geeignetste Stelle ausgesucht, um zu wachsen. Ach, die Toten werden sich schon nicht dran stören, wenn ihnen die Wurzeln ins Gesicht hängen. Du bist pietätlos. Nö, ich bin unverschämt und stolz drauf. Ja, hat man da noch Töne. Kein Langfinger übertraf Ferris den Flinken, bis Gevatter Tod kam und ihm das Leben raubte. Wie poetisch. Tagesscheinblume. Ich kann diese Blume nicht pflücken. Sie ist zu groß und der Blütenkelch läuft garantiert aus, wenn ich sie herumschleppe. Tja, dann. Huch! Die Tagesscheinblume ist verwelkt. Kein Wunder, es ist ja nachts. Okay, wir haben hier eine Eule. Namenloses Grab. Bum, 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 bum. So, dann müssten wir aber jetzt das andere Kraut hier kriegen, genau. Und da haben wir den Mond, sehr schön. Wofür wir die Kräuter brauchen, weiß ich zwar noch nicht, aber wenn wir sie mitnehmen können, werden wir es tun. Es klappt. Die Mondlampe ist tatsächlich aufgeladen. Mag auch eine haben. Ach, das wäre so schön, aber das bringt mich auf Ideen. So. Ob wir ihr die direkt geben sollen? Du bist es, Melvin. Was macht meine Mondlampe? Ach, die Lampe, die bringe ich dir mit, sobald ich sie aufgeladen habe und nicht mehr brauche. Und ich komme dann später wieder. Die Mondlampe behalte ich besser vorerst. Ich werde sie sicher noch brauchen. Ja, dann. Gucken wir einfach mal, was wir im Moment offen haben. Dank Joroks Anwesen hat trotzig Jonas nicht mehr die Stadtdokumente zu zeigen, weil es offiziell nicht erlaubt ist. Also muss er dafür sorgen, dass Jorok aus der Bibliothek verschwindet. Das Problem ist, dass er es irgendwie zu riechen scheint und erst recht dort bleibt.